Bundesweite gemeinsame Arbeitsgruppe Justiz und Polizei, GAG, hatte Mai 1990 die folgende Definition für organisierte Kriminalität entwickelt. Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn oder Machtstreben bestimmte, planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig. Doch die organisierte Kriminalität gibt es nicht erst seit den 90er Jahren in Deutschland. Seit über 100 Jahren existieren kriminelle Gruppen, die in Deutschland agieren. Dabei wird eine deutsche Stadt zur Hochburg für kriminelle Banden. BN030! Und zwar Berlin. Deswegen schauen wir uns heute die Geschichte der Berliner Bandenkriminalität an. Gadi. Berlin hat eine sehr lange und interessante Geschichte. Im Jahre 1237 wurde Berlin gegründet. Doch vor ca. 800 Jahren war die Stadt noch lange nicht so groß, wie sie heute ist. Fast 400 Jahre gab es nur kleine Streitereien in Berlin, bis zum Jahre 1618. Denn ab da an begann der 30-jährige Krieg, der bis zum Jahre 1648 dafür sorgte, dass ein Drittel der Häuser... Ben, du hast reingebohrt. ...beschädigt wurden. Nach dem Krieg halbierte sich die Berliner Bevölkerung. Doch durch geschickte und teilweise dreiste Politik hat es Berlin dann wieder geschafft, auf die Beine zu kommen. Ein neuer politischer Name entstand auf der Landkarte, und zwar Preußen. Berlin wurde somit zu einem königlichen Wohnsitz und damit auch bedeutender. Ab den Jahre 1881 wurden mehrere Vorstädte, wie zum Beispiel Wedding, ein Teil der Stadt. Es entstand das Deutsche Kaiserreich und Berlin wurde zu ihrer Hauptstadt. Die Industrialisierung setzte ein und große Konzerne wie Siemens zogen Tausende von Arbeitern in die Stadt. Die Bevölkerung explodierte förmlich und Berlin wurde zu einer Millionenstadt. In der Mitte der Stadt lebte die oberste Klasse, doch an den Stadträndern wohnten zehntausende Menschen in sogenannte Mietskasernen. Die ersten deutschen Ghettos entstanden und damit gab es auch tausende Menschen, die kriminell wurden, um zu überleben. Viele wurden bei Diebstählen und anderen Straftaten erwischt und in Haft gesteckt. Die Gefängnisse füllten sich und wenn die Häftlinge wieder entlassen wurden, hatten sie meistens noch mehr Probleme, einen Job oder eine Wohnung zu finden. Deshalb trafen sich viele Zellengenossen, um sich gegenseitig zu helfen. Im Jahre 1890 gründeten Ex-Häftlinge dann den ersten Reichsverein ehemaliger Strafgefangener. In den Anfangsjahren vermittelte der Verein seine Mitglieder an Gastwirte und es gab strikte Regeln. Man durfte nicht kriminell aktiv sein, sich nicht schlagen und man musste auf sein Aussehen achten. Wer gegen die Regeln verstoßen hat, flog sofort aus dem Verein. Im Jahre 1898 gab es dann schon 12 ähnliche Clubs in Berlin, die sich dann zu einem Dachverband zusammenschlossen. Sie nannten sich Ring Berlin und wurden somit zu einer mächtigen Bande. Durch den Zusammenschluss lernten sich viele Gangsters kennen und nicht alle wollten sich von der Kriminalität entfernen. Einer, der den Verein für seine kriminellen Machenschaften nutzte, war ein Mann namens Adolf Leib. Szenename Muskel Adolf. Adolf, irgendwie ist dieser Name Adolf nicht mit guten Leuten besetzt, ja, ehrlich. Wurde am 12. Januar 1900 geboren und war schon früh in Haft wegen Diebstahl. Kennt jemand, der heute noch Adolf heißt? Nein, Digga, wer nennt sein Kind heute noch Adolf, Digga? Aber ich meine, kann ja von ein bisschen länger sein. Lieber nicht. Gefährliche Körperverletzung. Darf man überhaupt sein Kind in Deutschland Adolf nennen? Ich glaub, kann sein, dass es verboten ist, Alter. Und Bandendiebstahl. Er war der Chef eines Geselligkeitsclubs mit vielen Mitgliedern namens Immer Treu 1919 e.V. und wurde dadurch zu einem der mächtigsten Gangster der Stadt. Um ein Teil der Immer Treu Bande zu werden, musste man mindestens 2 Jahre in Haft gesessen haben. So haben sich dann Diebe, Drogendealer, Einbrecher, Zuhälter und andere Ganoven zu einer Gruppierung zusammengeschlossen. Die erste kriminelle Bande in Berlin. Mitglieder mussten einen Betrag in die Gemeindekasse zahlen, die von Adolf Leib verwaltet wurde. Stark. Wurde ein Mitglied krank, bekam er Geld aus der sogenannten Sozialkasse. Stark. Wurde ein Mitglied von der Polizei geschnappt, wurde für einen Anwalt und für Lebensmittel gezahlt. Bei einem Todesfall mussten alle Mitglieder zur Beerdigung gehen, um die letzte Ehre zu erweisen. Dieser krasse Zusammenhalt sprach sich sehr schnell rum. Doch der Gründungsgrund, sich gegenseitig zu helfen, wieder ins Leben zu finden, war ab da an vergessen. In ihrer Hochzeit gab es 64 verschiedene Ringvereine in Berlin mit ca. 1000 Mitgliedern, die die Unterwelt von Berlin kontrollierten. Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 endete die Zeit der Bande. Da sie im Vereinsregister eingetragen waren, konnten die Nazis sie sehr leicht ausfindig machen.
Die ersten Festnahmen der Bande wurden sogar von Heinrich Himmler persönlich befohlen. Sie landeten alle als Berufsverbrecher oder Asoziale in Konzentrationslagern. Und auch der Anführer Adolf Leib wird am 1. Januar 1934 verhaftet. Was danach mit ihm geschah, ist unklar. Doch damit endete die Ära der ersten Berliner Bande. Im Jahre 1900... Das war zu der Zeit, wo der andere Adolf auch aktiv war. Doch 1934, tschüss, Digga. Zwei Adolfs, die waren aktiv, ja. Der eine offiziell, der andere inoffiziell. 1939 begann dann der Zweite Weltkrieg. Und im Jahre 1943 der Luftkrieg gegen Berlin, der heute als Battle of Berlin bekannt ist. Die schwersten Luftangriffe gegen die Stadt gab es während der letzten drei Monate vor Kriegsende. Allein vom Februar bis zum April sollen mehr als 100.000 Tonnen Sprengstoff über Berlin abgeworfen worden sein. Die Hauptstadt wurde von der Sowjetunion und den Alliierten eingenommen und knapp eine Woche nach der Einnahme Berlins trat am 8. Mai 1945 die Kapitulation der Wehrmacht in Kraft. Im Juni desselben Jahres wird Berlin in vier Sektoren aufgeteilt. Die Alliierten bekamen den Westen von Berlin und die Sowjetunion den östlichen Teil. Die Entstehung von West- und Ost-Berlin. So war der Krieg nach sechs Jahren zu Ende und Berlin lag in Trümmern. Viele Menschen hungerten und mussten deswegen klauen oder auf den Schwarzmarkt gehen. Kinder, die manchmal gerade erst 12 oder 13 Jahre alt waren und eben noch auf Hitlers Kommando Berlin verteidigen mussten, standen nun ohne eine Perspektive da. Und einer dieser Jugendlichen war Werner Gladow. Er und seine Freunde finanzierten sich mit kleinkriminellen Taten ihr Lebensunterhalt. Nach dem Krieg waren zum Beispiel Zigaretten sehr teuer. Eine Zigarette kostete ca. 8 bis 9 Mark und deswegen wurde oft mit Zigaretten gehandelt. Perfekte Opfer für Werner und seine Jungs. Sie beklauten die Zigarettenhändler, bis Werner Gladow eines Tages von der Polizei erwischt wird. Er widersetzte sich der Festnahme und musste deswegen mehrere Monate in Jugendhaft. Doch er lernt nicht aus der Strafe. Im Gegenteil. Nachdem er viele Gleichgesinnte in Haft kennenlernte, wird es sein Traum, eine kriminelle Bande zu gründen. Genau wie sein Vorbild, Al Capone. King Capone. Als Werner Gladow dann wieder aus der Haft entlassen wurde, machte er genau dort weiter, wo er aufgehört hatte. Er brauchte Geld und Kleidung, also besorgte er... Ich muss echt sagen, für viele ist Haft nicht etwas, wo man... Ist auch nicht, Digga. Bei Haft, da fangen die erst richtig an. Ehrlich, danach fangen bei die erst richtig an. Bei manchen so, Digga. Ich verstehe das nicht, wie man in Haft trotzdem weitermachen kann, ne? Eine Waffe aus der Nachkriegszeit und überfiel einen Laden. Der Ladenbesitzer lief ihn sogar noch hinterher, bis Werner anfängt zu schießen. Er traf den Ladenbesitzer am Arm und konnte fliehen. Die Polizei konnte zu dieser Zeit sehr wenig machen, da sie nach dem Krieg streng von den Alliierten kontrolliert wurden. Zu der Zeit hatte die Polizei auch sehr schlechte Ausrüstung und so gut wie keine Waffen. Außerdem wurde die Polizei in Ost- und West-Berlin aufgeteilt. Das Problem dabei war, dass die gesamte Verbrecherkartei von Berlin in Ost-Berlin untergebracht war. Da die Sowjets und die Alliierten nicht zusammengearbeitet haben, konnten Verbrecher leicht von ihren Konsequenzen fliehen, indem sie einfach von Ost nach West-Berlin flohen. Der perfekte Nährboden für einen Kriminellen wie Werner Gladow, der zu diesem Zeitpunkt gerade mal 17 Jahre alt war. Er ließ sich von amerikanischen Gangsterfilmen inspirieren und lebte sein Leben, ohne an Regeln zu denken. Er klaute zum Beispiel mal ein Auto und schoss auf die Polizei bei der Flucht. Fake. Durch solche Aktionen. Der hat ja richtig in einem Film gelebt, ja? Mit 17? Geht ja in Real Life, Digga, mit 17 Jahren stark. Machte er sich sehr schnell einen Namen im kriminellen Milieu von Berlin und gründete eine Gang, die später als Gladow-Bande bekannt wurde. Gladow. Die ersten Mitglieder waren Werner Gladow, der Chef der Bande, Franz, ein ehemaliger Soldat, Gerd, ein Kumpel von Werner, Kurt, der Fahrer der Bande und Gustav, ein ehemaliger Richter. Gustav sorgte außerdem dafür, dass viele Kriminelle ein Teil der Gladow-Bande wurden und nutzte seine Connection mit anderen Richtern. Ehemaliger Richter, der ist ja richtig. Der ist krass, Digga. Shit. Dann, um seine Jungs öfters mal rauszuboxen. Während Werner Gladow seine Bande zusammenstellte, begann im Juni 1948 die Blockade von West-Berlin. Die Grenze von West- und Ost-Berlin wurde von Volkspolizisten bewacht, die meistens unterbesetzt waren. Die Polizisten wurden dann von der Gladow-Bande überfallen. Sie klauten die Waffen der Polizisten und nutzten sie für ihre eigenen Vorteile. Damit wurden die Taten der Bande auch immer radikaler. Sie schossen sofort los, wenn irgendjemand Widerstand leistete. Oft wurden auch Passanten getroffen, sodass die Bande immer mehr gefürchtet wurde. Bei einem Überfall folterte Werner Gladow sogar sein Opfer. Durch solche Taten erlangten sie viel Reichtum. Sie zogen sich an wie Gangsters aus den amerikanischen Filmen. Durch die weißen Krawatten, die sie trugen, wurden sie damals auch weiße Krawatten genannt. An manchen Tagen überfiel die Bande mehrere Läden und sie wurden so gut wie nie geschnappt.
Durch die Auseinandersetzungen mit den Alliierten und den Sowjets kam es sehr oft zu Stromausfällen. Die Dunkelheit nutzte die Bande dann für Einbrüche. Bei einem Einbruch in eine Villa fesselte die Bande eine Frau, die hysterisch nach Hilfe schrie. Um sie ruhig zu stellen, soll einer von der Bande der Frau so doll auf den Kopf geschlagen haben, dass sie noch vor Ort verstirbt. Die Bande machte dennoch weiter wie gehabt. An manchen Tagen überfielen sie einen Juwelier und manchmal klauten sie einfach nur was zu essen. Die Polizei ahnte bis dahin nicht, dass eine kriminelle Bande hinter den Taten steckte. Im April 1949 überfiel Werner Gladow dann erneut einen Juwelier. Er fuhr mit seinem Fahrrad zum Laden, warf einen Stein ins Fenster und klaute eine Uhr. Ein Mitarbeiter versuchte Werner aufzuhalten, also schoss Werner mehrere Male auf ihn. Der Angeschossene verstarb noch am Tatort. Wenig später schießt einer der Bande bei einem Überfall einer Frau in die Brust. Und auch Werner mordet weiter. Bei einem Autodiebstahl schoss er auf den Insassen, der sofort verstirbt. Ab da an ahnt die Polizei, dass Serientäter am Werk sein müssen. Sie rekonstruieren sorgfältig den Tod des 44 Jahre alten Fahrers des Autos. Und mit der Aufhebung der Berliner Blockade am 12. Mai 1949 versuchten dann auch die Behörden im Osten und Westen wieder zusammenzuarbeiten. Und die Polizei kam sehr schnell voran, da die Bande bei den Überfällen sehr viele Beweise hinterließen. Nach einer Zeugenaussage unprofessionell wurden dann die ersten Mitglieder der Bande verhaftet, die dann andere Mitglieder bei der Polizei verraten haben. 31er Zinker. Als die Polizei dann Werner Gladow festnehmen wollte, schießt Werner auf die Polizisten. Sogar das Militär musste anrücken, bis eine Kugel seinen Oberschenkel traf und er zu Boden fiel. So konnte die Polizei ihn überwältigen und verhaften. Wenig später wurden auch die anderen Mitglieder von der Polizei geschnappt. Weil Berlin so eine Angst vor der Bande hatte, präsentierte die Polizei ihren Erfolg in der Presse und Werner hat die Aufmerksamkeit mehr als genossen. Endlich war er wie Al Capone im Fernsehen. Doch das Ganze war kein Spiel, sondern Deutschland in der Nachkriegszeit. Und so wurden Werner Gladow und zwei seiner Mittäter am 8. April 1950 zum Tode verurteilt. Krass. Die anderen Angeklagten der Bande wurden zu 4 bis 15 Jahren Haft verdonnert. Am 10. November 1950 wurden Werner Gladow und seine beiden Komplizen durch ein Beil geköpft. Boah, geköpft zu werden ist echt hart, Digga. Was ist das für ein Tod, Alter? Geköpft. Im Jahre 1961 hatte der Berliner Ost-West-Konflikt seinen Höhepunkt, was zum Bau der Berliner Mauer führte. Zur selben Zeit machte sich ein Mann namens Klaus Speer einen Namen in Berlin. Er war der Geschäftsführer des Clubs Apollo 11 und gründete eine Gang namens Speerbande. Durch die brutale Vorgehensweise der Speerbande wird Klaus Speer Ende der 60er Jahre zum Kiezkönig von Berlin. Doch im Sommer 1970 hatte die Speerbande eine Streiterei mit einem iranischen Zuhälter, bei dem mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Dabei verlierte einer sein Leben und drei Menschen wurden verletzt. Aufgrund der Schießerei wird Klaus Speer im Jahre 1972 wegen Bildung eines bewaffneten Haufens, Raufhandel und unbefugten Waffenbesitzes zu 2 Jahre Haft verurteilt. Damit zerbrach auch die Speerbande, auch wenn Klaus Speer weiterhin im Milieu aktiv blieb. Auch Gastarbeiter, die ab den 50er Jahren aus Osteuropa nach Berlin kamen, wurden immer mehr. Die meisten von ihnen holten wenig später den Rest der Familie nach Berlin und es entstand eine Parallelgesellschaft. Im Jahre 1971 hatte jedes 5. Westberliner Kind ausländische Wurzeln und 4 Jahre später lag der Ausländeranteil in Kreuzberg bei 30%, sodass im Jahre 1975 eine Zuzugssperre erlassen wurde. Das Gesetz wurde erst nach 14 Jahren wieder gestrichen. Und heute kann sich noch kaum jemand daran erinnern. Viele arabische Großfamilien flüchteten während des libanesischen Bürgerkrieges nach Deutschland. Sie flogen nach Ostberlin und sind von da aus einfach rüber nach Westberlin gefahren, um einen Asylantrag zu stellen. Die meisten bekamen keine Arbeitserlaubnis und somit wurden manche kriminell, um zu überleben. Die Familien, die kriminell geworden sind, werden später dann als... Oh, jetzt geht's aber, glaube ich, los, Digga, ne? Mit den aktuellen Familien, die am Start sind, ne? Arabische Clans bekannt. 1989, der Mauerfall. Einer der wichtigsten Tage der Berliner Geschichte. Doch seit dem Fall der Mauer ist die Kriminalität in Berlin explodiert. Die vietnamesische Zigarettenmafia, die iranische Drogenmafia und viele kriminelle Gruppen aus Osteuropa kamen nach Berlin und lösten eine neue Welle der Kriminalität aus. Tausende Vietnamesen verkauften meistens in Lichtenberg oder in Charlottenburg stangenweise Zigaretten. Und das Geschäft lief so gut, dass sich die vietnamesische Mafia mit einschaltete. Sie zwangen die Straßenhändler dazu,
Schutzgeld zu zahlen und machten dadurch tausende... Leute aus Vietnam, Digga. Vietnam ist am anderen Ende der Welt, Digga. Krass. Mark im Monat. Die erfolgreichsten vietnamesischen Banden waren die Ngoc Thien Bande und die Quang Binh Bande, die sich in den 90er Jahren einen blutigen Krieg im Azan... Krass. ...ablieferten. Zwischen 1992 und 1996 gab es 39 Tote durch den Machtkampf der vietnamesischen Banden. Auch die Hells Angels eröffneten 1990 ihr erstes Chapter in Berlin. Die Rockerbande wächst seitdem täglich. Mit dem Mauerfall und dem großen Ausländeranteil wird dann auch die Skinhead-Szene immer größer. Erstmals seit dem Ende des Nationalsozialismus kam es auf deutschem Boden wieder zu offenen rassistischen Ausschreitungen. Flüchtlingsheime wurden angezündet und ausländische Mitbürger wurden grundlos attackiert. Als dann noch ein junger Türke von Skinheads totgeprügelt wurde, änderte sich die Lage in Berlin. Um sich gegen die rechte Szene zu verteidigen, gründeten die ausländischen Jugendlichen aus Berlin kleine Straßengangs wie die Fighters, Stop. Die Warriors, Araber Boys, Black Panthers, 36 Boys und viele andere kleine Gangs. Es gab sogar Frauengangs wie die Ghetto Sisters. Inspiriert wurden sie durch Filme wie Colors. Sie fingen an, sich zu bewaffnen, um mit einheitlichen Klamotten durch die Stadt zu laufen. Sie vertrieben den größten Teil des Skinheads in der Stadt. Doch leider gab es dann auch Streit unter den Gangs, weswegen sie sich dann teilweise untereinander bekriegten. Es gab Massenschlägereien, Messerstechereien und manchmal wurde sogar geschossen. Ein paar der Mitglieder sind ins kriminelle Milieu gerutscht, während andere Mitglieder die Gang verließen, um den geraden Weg zu gehen. Mitte der 90er Jahre passierte jede 54 Sekunden eine Straftat in der deutschen Hauptstadt. 1995 registrierte die Polizei zum Beispiel über 54 Sekunden ist krass, Digga, ehrlich. Da stark, Digga. 180.000 Straftaten in der Stadt. Krass. Berlin wurde zu einer europäischen Metropole für Verbrechen. In den 90er Jahren trat außerdem noch das Schengener Abkommen in Kraft. Das heißt, in Europa wurden größtenteils die Personalkontrollen an den Grenzen abgeschafft. Und damit konnten kriminelle Banden noch leichter nach Berlin kommen. Zeitgleich kamen immer mehr Drogen und osteuropäische Frauen, die dann auf den Strich landeten über die Grenze. Polnische Banden klauten Autos und auch das Flüchten wurde für Kriminelle immer leichter. Anfang der 2000er formten sich dazu noch viele kleine Jugendbanden, die Teile von Berlin unsicher machten. Das Handyabziehen wurde regelrecht zum Trend in Berlin, sodass täglich ca. 10 räuberische Erpressungen der Berliner Polizei gemeldet wurden. Doch das war nur ein Bruchteil der Straftaten, denn die meisten hatten Angst, zur Polizei zu gehen. Und viele dieser Kleinkriminellen werden später im kriminellen Milieu Fuß fassen. Sie suchten Gleichgesinnte und landeten oft in kriminelle Gruppierungen wie den Hells Angels, die ab den Jahre 2010 noch größer und mächtiger in Berlin wurden. Denn ein Berliner Chapter des Banditos MCs Germany wechselte zu den Hells Angels. Sie sind seitdem als Hells Angels Türkei bekannt und führten teilweise sogar untereinander Krieg. Neben den Hells Angels und den Banditos formten sich noch andere Biker-Gruppierungen, wie zum Beispiel der Outlaw MC und der Gremium MC. Die fahren nur Motorrad, Digga. So wie unser Bruder M. sagt. Nathans Bruder, nicht unser. Er fährt nur Motorrad. Im Jahre 2014 gab es 114 Ermittlungsverfahren gegen Berliner Rockergruppen. Auch die Clans in Berlin wurden immer radikaler. Sie erbeuten durch viele kriminelle Taten Millionen von Euros und sind bis heute ein Bestandteil des Berliner Milieus. Durch die tschetschenischen Kriege, die in den 90er Jahren begannen, kamen auch die ersten Tschetschenen nach Berlin. Da die meisten von ihnen im Krieg groß geworden sind, werden tschetschenische Banden gerne von anderen aus dem Milieu für kriminelle Aktionen angeheuert. So formte sich beispielsweise eine große tschetschenische Gang namens Gorilla Nation. Da es so viele verschiedene Ethnien und Gruppierungen gibt, entstehen bis heute sehr oft kleine Kriege in den Berliner Milieus, bei denen auch Menschen ums Leben kommen. Egal ob tschetschenische Banden gegen Clanfamilien oder Rockerkriege. Ich denke, jeder von euch hat irgendwas schon mal in der Presse gesehen. Denn die Presse berichtet seit Jahren regelmäßig über die kriminellen Banden von Berlin. So macht es oft den Anschein, als wäre die Bandenkriminalität gerade auf ihrem Höhepunkt. Doch jetzt wisst ihr, Berlin war schon immer die deutsche Hochburg der Bandenkriminalität. Der krank, Digga, Alter. Krank interessantes. Also Berlin war halt anscheinend immer da für die Leute. Ein paar Zeit. Oder krank interessantes Video. Also Ben Bugatti hat echt sehr krass informiert, sich recherchiert, Digga. Es gibt auf jeden Fall ein dickes Daumen nach oben, ne? Ich hoffe, er macht einen Teil 2 davon. Ja, Mann, Teil 2, wie es jetzt aktuell abgeht und so, Digga. Das wäre auch sehr interessant, ne? Boah, Digga, Ben, Alter. Alles aus dem Leben. I'm not